Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge South Park. Wir befinden uns hier auf, ich weiß nicht mehr genau wo, und wir sind, glaube ich, auf der Suche nach Scrambles. Ich weiß es nicht genau. Kann man hier rein? Da steht zwar... Oh, wir brauchen Boost. Okay, you store it. Alles klar. Genau, ich habe 3 Tage nicht gespielt, Freunde. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir machen wollten, aber wahrscheinlich suchen wir Scrambles. Da hängt ein Schlüssel. Den nehmen wir direkt mit runter. Zack, gibt es hier noch irgendwas? Ustroid Mitarbeiter Schlüssel. Mitarbeiterbereich Schlüssel, okay. Das wird dann wahrscheinlich für, ja, hier drin gleich irgendwo sein. Wichtiger Gegenstand stand da. Also ist der bestimmt wichtig auch. Ich glaube, mehr gibt's nicht. Wir gehen mal hier rein, weil ich denke, hierfür war der Schlüssel, weil hier steht ja auch Employees Only dran. Also nur Mitarbeiter quasi. Da ist ein Safe. Gibt's hier ansonsten irgendwas? Ich weiß halt nicht, ob ich eine Kombination brauche. Wahrscheinlich muss ich hier gleich erst irgendwo eine Kombination suchen für den Safe, keine Ahnung. Oder auch nicht. Okay, oder man braucht natürlich, oder ich brauche keine Kombination für den Safe, ist natürlich auch sehr nice. Dann gehen wir wieder raus, würde ich sagen, Freunde. Leute, ist das Scrambles? Ist das Scrambles in real life? Man weiß es nicht, aber richtig süßes Katzenbild. Das gucken wir uns nochmal ganz kurz an hier. Oh, das ist doch nett. Egal, dann gehen wir wieder raus, Freunde. Machen wir mal direkt weiter hier. So, dachte, hallo. Als Drachen könnte man fliegen. Ja, dachte nein, ich auch. Guck mal, das kann man kaputt machen hier. Biogefahrengut. Da liegt was rum, aber ich will erst gucken, was es hier noch so gibt. Da kann ich was aufmachen. Lol. Was ist das? Hier gibt es auf jeden Fall eine Leiter. Will ich hier rein? Muss ich hier rein? Die Leiter muss ich, glaube ich, verschieben nach dahin gleich, falls das geht. Ich muss dafür wahrscheinlich das irgendwie kaputt machen. Das sollten wir... Oh, ich glaube, ich weiß... Okay, warte, egal. Oder machen wir das jetzt doch? Ich muss das, denke ich mal, hier hin schieben, oder? Zack. Dann das Ganze anzünden. Und dann kann ich die Leiter verschieben. Wisst ihr? So, zack. Jetzt ist das kaputt. Jetzt kann ich die Leiter verschieben nach hier hin. Oh, und da ist auch was. Sehe ich gerade. Nice. Dünner Schnurrbart. Oh, nice. Da können wir uns einen anderen Bart zulegen. Aber ich mag meinen momentan 3-Tage-Bart-Style schon sehr gerne hier in South Park. Deswegen lassen wir es erstmal dabei. Und hier haben wir noch eine Kiste. Was? Continuum-Vollstrecker. Okay. Continuum-Vollstrecker? Okay. ein Get Happy Hit. Den brauche ich, Leute. Dann bin ich wieder glücklich in meinem Leben. Weil, ihr wisst, ich bin immer sehr traurig. Also in South Park, mein Charakter ist immer sehr traurig abends, warum auch immer. Ja, hier wahrscheinlich Zeitfurz, weil er... Warte, welcher ist es? Der hier. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, weil seine Eltern sich streiten, aber immer wenn er am Essen ist, ist er sehr traurig. Deswegen, dieser Song könnte ihm vielleicht dabei helfen, wieder mehr zu essen. Man weiß es nicht. Müsste man mal testen, ja. Ich muss mir den Song kaufen, dann geht das vielleicht. So, was haben wir hier? Kriege ich jetzt die Puppen? Kann ich die jetzt mitnehmen? Nee, aber hier haben wir... was stand da? Stoffballen. Mehr nicht? Okay, ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie was Cooles suchen oder finden. Kann ich das looten? Das ist auch noch so gelb, aber ich glaube nicht. Hier liegt so eine Glasflasche. Egal, wir gehen mal wieder raus, Freunde. Und ja, komm, wir nehmen jetzt einfach mit hier. Was ist das? Was gefunden? Eine Maske. Professor Chaos, Leute, es ist eine Falle. Er hat Scrambles oder was? Kuhn and Friends. Hereinspaziert. Ich habe unvorstellbar viel Alufolie und Lakaien gekauft. Ich habe 20.000 Dollar bekommen, um Schnüffler hier fernzuhalten. Was? 20.000, um Leute vom Rumschnüffeln abzuhalten. Wieso? Das schaffe ich aber schon mit ein paar hundert. Wisst ihr, was ich mit dem restlichen Batzen mache? Die in Paris den Schwanz verlängern lassen und Französinnen ficken? Super, Craig. Falsch! Ich vernichte diese Stadt und beweise, dass ich der Super-Schurke bin. Nicht dieses Oberboss-Arschgesicht. Lebt wohl, Kuhn-Friends. Nein! Die Meerschweinchen, sie greifen uns an, Freunde. Lakaien? Nein, ihr müsst sie umbringen. What the fuck? Oh Mann, okay, finden wir, wonach wir suchen und dann weg hier. Hä? Toll, aber bin jetzt gerade unten geklingelt, oder? Ich muss cutten. Oh, was? Ja, danke. Scheiße. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ja, war... Muss ich jetzt hier rein? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was passiert ist. Leute, es war gerade die Polizei an meiner Tür. Oh, shit. Nein, Quatsch. Bei mir wurde ja eingebrochen. Manche haben es vielleicht mitbekommen und die wollten noch, dass irgendein, ich weiß gar nicht, Sacharbeiter anrufen oder so. Meine Mutter hat jetzt mit denen geredet. Kein Plan. Ich war nur kurz unten. Hab geguckt, was da los ist. Gibt's hier drin noch was Cooles? Kann ich hier weitergehen? Nee. Aber das war die Garage, wo ich gerade sonst hätte reingekonnt, oder? Und das ist die Garage, in der ich gerade drin war, oder nicht? Weil auf einmal steht hier Chaos dran. Wer hat denn das da dran gesprayt jetzt gerade? Das kann gar nicht sein. Da war doch nur eine riesige Leinwand von ihm. Wieso steht hier auf einmal Chaos dran? Wer hat das denn gemacht?
Ach so, au. Ach, das sind die LEDs hier. Ups. Ich dachte irgendwie erst, das wäre Graffiti. Ja, gut. Dann kann ich die Lakaien mitnehmen. Dass das meine Lakaien werden. Anscheinend nicht. Hi. Na, haut er ab von mir? Ja, der haut ehrlich ab von mir. Kann ich den so hier in die Ecke treiben? Ja, oh mein Gott, das geht. Dann kommt er quasi mit. Wisst ihr Bescheid? So, jetzt treibe ich den. Ja, nee, egal, kein Bock. Wir gehen jetzt einfach weiter, das ist mir zu anstrengend. So, achso, hier geht's gar nicht lang. Ich muss hier durchgehen. Keep out. Ja, wir gehen einfach mal weiter hier. Oh, oh, das ist aber gruselig gewesen hier. Die Spinne hat mich aber schon erschrocken. Das ist auch so ein... Oh! Was soll das denn? Was willst du denn da oben? Jetzt ist er verschwunden. Okay. Hier ist auch so ein richtiger... Wo hat er bitte das ganze Geld her? What the fuck? Was ist denn los mit ihm? Egal, wir gehen mal weiter hier. Das scheine ich umschmeißen zu müssen, oder? Mit hier, Captain Diabetes. Wie muss ich... Ah ja, Leertaste muss ich gedrückt halten. So, Übereinstimmung. Dann komm mal her, Captain Diabetes. Ich hab gerade das Verlangen danach, dir ins Gesicht zu furzen. Okay. Und yes! Zeig uns deine Diabetesstärke. Dankeschön. Echt? Das ist es im Weg? Ja klar, das ist kein Ding. Gut, dass du mir auch noch sagst, was ich machen muss. So, und... Oh nein, da hinten ist glaube ich was, was ich... Hätte ich das looten können da? Ja, egal. Passt schon. Passt schon. Zack. Nee, du hast keine Kohlenkräfte, Toolshed. Außer das mit der Lava. Kann ich das kaputt machen? Ah, jetzt ist er schon weg. Schade, ich wollte ihn abwerfen. Ich dachte, vielleicht kann ich den Fernseher kaputt machen, da muss ich ihn nicht mehr hören. Aber gut, hat nicht geklappt. Leute, ich wollte gerade hier versuchen hochzuspringen. Ich war gerade im Fortnite-Modus, weil man da doch auf solchen Gummireifen, glaube ich, wenn man da drauf springt, ja, so wie ein Trampolin das nutzen kann. Hier ist noch so eine Maske. Nehmen wir direkt mit. Ich sehe euch. Dachtet ihr wirklich, ich hätte keinen Plan B? Ist euch klar, wie viel er kein Mann mit $20,000 kaufen kann? Oh nein, der... Das geht nach Hause. Wir suchen nur eine verschwundene Katze. Noch mehr Meerschweinchen? Das könnte euch so passen, Coon-Friends. Butters, wenn dir jemand Geld gegeben hat, steht das rechtmäßig unserem Franchise zu. Uns allen. Oh nein, weißt du? Mehr Geld heißt mehr Lakaien. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Oh, okay, jetzt sind sie... Jetzt hat er sich noch Menschen und Hunde gekauft. Okay, das ist nicht schlecht. Die Hunde haben aber coole Outfits. Die Hunde-Outfits sind ganz nice geworden. Deren Outfits sehen ein bisschen lächerlich aus, aber guck mal die Hunde an. Mit CDs und so, das ist richtig nice. Okay, brauche ich einen Zeitwurz? Nee. Okay, dann geh mal hier hin, Herr Kuhn, und geh direkt auf den Hund hier bitte. Und zieh ihm bitte die... Ich will keine Hunde töten eigentlich. Nee, habe ich noch nicht, nur fast platt gemacht. Ja, das ist voll mies. Ich will eigentlich keinen... Mann, ich will eigentlich keine Hunde vernichten. Egal, Zeitfurze, damit er nicht Toolshed angreifen kann. Und in der Zeit gehen wir einfach mal auf den Hund hier, würde ich sagen, greifen den an, oder? Zack, komm schon. Bam! Weil von den Hunden habe ich auf jeden Fall mehr Angst als von den kleinen Kindern hier. Wenn das so ein starker Hund ist, Leute, der mich einfach zu Tode beißt oder so. Ne, da lieber nicht, lieber nicht. So, oh, das ist richtig gut, die Attacke jetzt hier. Zack! Und die trifft nämlich, Alter, der stirbt doch bestimmt gleich am Blut. Oder? Oder Toolshed killt ihn jetzt einfach. Der kann nämlich jetzt hier so machen und trifft damit auch direkt drei Gegner. Alter, wir haben so OP kommen hier AOE-Attacken gerade. Was ist das? Brenne ich jetzt? Womit hat er mich abgeholt? War das ein Pokéball? Das sah aus irgendwie. Ja, was machst du jetzt, Humankind? Willst du einfach auf den gehen oder willst du... Ja, keine Ahnung. Gib einfach irgendwie ein Schild. Ich meine, wieso nicht? Gib einfach einen coolen Schild. Der hat ein bisschen Leben verloren. Kein Plan. Kann ja nicht schaden. Brauchen wir, glaube ich, nicht, aber... Wieso nicht? So. Warte, was haben wir denn sonst noch? Ja, nee, das macht am meisten Damage. Das wäre mega cool, wenn jetzt gleich so der Professor Chaos eine Mikroaggression raushauen würde und ich dadurch den Fernseher kaputt schlagen kann. Das wäre richtig cool. Aber ich glaube nicht, dass das so sein wird. Das wäre eine richtig nice Idee. Jetzt werfen die alle mit den CDs. Überall Blut. Überall Blut, okay. Los geht's. Damit ist er auch down. Easy. Und dann haben wir gleich schon gewonnen. Sind halt auch nur die Lakaien von Professor Chaos, ne? Die können halt nichts. Muss man halt leider mal so sagen. Warte, oder mache ich das hier? Das macht 63, das macht 58, aber da hinten noch 31. Deswegen machen wir einfach mal das hier. Zack. Ich war Chaos in den Schraubstock. Ja. Sehr nice. Da haben wir gleich gewonnen, glaube ich. Der macht jetzt das Schild ein kleines bisschen weg. Was ist das? Was ist denn das? Ach, das sind Lavabrocken. Ah, Lavabrocken, der wirft. Soll ich alle anzünden, Freunde? Aber eigentlich nicht, ne? Das killt ihn nicht mal ganz. Egal, YOLO. Komm, wir hatten schon lange nicht mal die Ulte von Humankind. Also, wieso nicht? Ich meine, wieso nicht? Komm schon. Zeig uns, was du drauf hast.
Wenn er jetzt immun dagegen ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ist er nicht, oder? Doch. Lass dich nicht so vermöbeln. Gegen Feuer ist er immun auf jeden Fall. Ach, oh, der Schaden ging trotzdem durch, oder? Ja, okay, der Schaden kam trotzdem an. Dann ist er gut. Dann kannst du ihn jetzt hier auseinandernehmen. Herr Kuhn, dankeschön. Hat noch einen Plan C. Okay. Ja, mit 20.000 kann man sich eine Menge kaufen. Von wegen, Kuhn. Oh, scheiße, und was jetzt? Dank meines Geldgebers konnte ich doch mehr Lakaien anheuern, die alle für den Mindestlohn oder weniger arbeiten. Oh, oh. Vamonos, vernichtet die Kuhn-Friends. What the fuck? Wir müssen ihm mal unseren Teamnamen einprügeln. Jetzt ist Kuhn-Time. Kleiner Gringo. Ah, das ist klug. Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob ich jetzt wieder volles Leben habe oder nicht. Aber hat man nicht, das ist gut. Das wäre es auch viel zu easy gewesen. Warte, was lohnt sich denn jetzt mehr hier? Lohnt sich das hier mehr? 56, 56 oder... Ja, aber da kriegen die beide eine Blutung noch mit dabei. Ja, wir machen mal das hier. Es sind nur 3 Schaden weniger, aber dafür haben die halt dieses Blutdingens und das sollte eigentlich mehr Damage machen über Zeit. Deswegen machen wir jetzt... Ja. Zack. Dann Toolcheck kann, glaube ich, auch einfach am besten die Attacke machen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Oder die hier. Nee, doch nicht. Die, ja, wir machen da das hier. Zack. Nice. Doch, wir werden dich schon ganz besiegen, denke ich mal. Evelyn, nee, ich habe keinen Bock, dass du den Kuhn angreifst. Ich muss ihn beschützen. Hat der Kuhn jetzt auch noch das Schild, frage ich mich. Das wäre jetzt interessant zu wissen, weil der mich ja vorhin ein Schild gegeben in der letzten Runde. Ist das auch noch da oder ist das nicht da? Also, weil ich glaube, ein kleines bisschen vom Schild war ja noch am Start. Oder? Okay, müssen wir gleich mal nachgucken. Ja, was machst du? Du kannst dich hier entscheiden und den einfach angreifen, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass gerade jemand ein Schild braucht oder sonst was unbedingt. So, wenn gleich der Kuhn dran ist, gucken wir direkt nach. Was hat er gesagt? Hat er Spanisch geredet oder so gerade? ja, doch, er hat das Schild auch noch. Richtig gut, ey. Okay, damit können wir bestimmt... Wobei, wir hauen mal ihn hier down, weil den kann ich gleich mit meiner AOE-Attacke wahrscheinlich down kriegen. Zack. Easy. Ja, er arbeitet auch immer noch zum Mindestlohn. Bis ich ihn gleich, töten nicht unbedingt. Was machen wir mit ihm, Leute? Wir hauen nur ganz nett K.O. Wir würden natürlich niemals jemanden töten hier in South Park. Vor allem, er kriegt einfach 20.000, ja? Er hat einfach 20.000 und was macht er? Er kauft sich davon irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Wannabe-Lakaien, die halt nichts drauf haben, so quasi. War halt nicht so klug von ihm, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was ich mit Toolshed machen soll. Der stirbt ja einfach gleich, egal wo ich hingehe, glaube ich, oder? Wenn ich mich jetzt hier hin... Ich stelle mich einfach mal hier hin, weil der, glaube ich, noch nichts gemacht da hinten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich halt gleich down bin. Mal gucken. Weil die machen auf jeden Fall schon viel mehr Damage als die anderen. Aber es sind auch Erwachsene, ne? So. Ich bin drin. Boah, was kannst du jetzt machen? Die Sache ist, kannst du ein Schild nach da oben geben? Ja, dann stirbt Toolshed nicht unbedingt. Nice, gib ihm ein Schild, guck ihn mal an. Er ist schon fast down. Nice, 112. Okay. Ja, oh, der wäre ansonsten down gewesen. Alter, du hast ihn gerettet, Humankind. Okay, Ulti, von wem machen wir die Ulti? Die entweder die von Kuhn oder meine halt, also von Neuer. Ich glaube, die Ultis wären am besten. Ich weiß nicht mal, was Toolsheds Ulti war. Ah, okay, warte mal. So. Ja, doch, ich denke, die Ulti wird mit am besten sein, weil die trifft halt einfach jeden. Dann jeder Blutdamage. Und das sollte ganz nice sein, glaube ich. Einer geht auch down. So. Ja. Ja, guck mal, die sind fast alle down jetzt. Das passt schon. Oh, richtig gut, dass du ihm das Schild gegeben haben. Er wäre halt wirklich zu 100% down sonst. Aber was machen wir jetzt, Freunde? Boah. Die Attacke einfach. Kriege ich den wohl down damit, wenn ich das mit der Leertaste richtig treffe? Stirbt der dann? Nein! Ah, schade. Ja, mit Wunderarsch ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. So, aber wenn ich... Okay, wenn ich jetzt die Attacke mache, kriege ich beide. Mit dem Todesschrauber, perfekt. Und... Nee, die haben auch keine Chance auf den Sieg. Wir sind halt die coolen Friends. Komm runter und stell dich, du Pussy. Ich frage mich, ob wir nach... Ist so, kämpfen wir noch gegen... Warte mal, kann ich irgendwo... Kämpfen wir wohl noch gegen Professor Chaos? Aber ich glaube heute nicht, aber bestimmt irgendwann mal, oder? Hoffe ich. Das wäre auf jeden Fall nice. Ich will wissen, was der wohl für Attacken hat, so. So, gut, dass wir ihm das Schild gegeben haben. Wir überleben auch wieder alle, glaube ich, in dieser Runde. Das ist richtig gut. Es sei denn, ja, nee, jetzt haben wir... Ja, wir haben gewonnen und es ist keiner down gegangen. Richtig nice, Freunde. Easy. Ich sehe jetzt erst, dass er bauchfrei war. What the fuck.
Oh Mann. Ordner mit. Okay, ich konnte es nicht ganz lesen. Gut, weiter geht's. Was ist das jetzt? Weiß der Geier. Ihr übernehmt diese Gasse und Super Craig und ich die Dächer. Und ich bin allein oder was? Okay, dann gehen wir. Achso, nee, wir zusammen haben alle diese Gasse. Was ist denn hier drin? So. Hauptsache, der Boy holt sich einfach so viele Fernseher davon. Mann, 20.000 und er gibt das für ganz viele Fernseher aus und für Meerschweinchen. Kann ich da. Achso, das trifft mich da schon. Oh. Ups. Ich dachte, ich kann da außen rumgehen. Das war jetzt nicht ganz so gut, aber kann ich nicht. Ah, ich muss den Hebel da einfach betätigen. Ja gut, das kriegen wir hier hin, Freunde. Zack, dafür haben wir ja hier so einen Zeitfurz. Mit dem kann ich einfach über den Laser gehen, das ist gar kein Ding. So, dann kann ich jetzt zum Hebel und das Ganze ausschalten einfach. Ah, und da kann man dann durch gleich. Okay, perfekt. So, dann einfach das TNT hier nehmen. Gab's hier noch was anderes? Kann ich das eigentlich wieder anschalten? Das würde mich interessieren. Schade. Ich hätte es gern wieder angemacht, warum auch immer. Dann fühle ich mich sicherer, weil dann kann keiner zu mir kommen. Aber gut, dann schieben wir mal das TNT hier hin. So, ich glaube, das. Ja, ich hoffe, das passt da. Zünden das an. Und dann gucke ich in der Zeit, gibt es hier noch irgendwas anderes. Das sieht irgendwie so cool aus, dass man das mitnehmen kann. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Kann ich damit was. Ich muss halt irgendwie. Ah, hier kann man hoch auch noch, oder? Ja, oh, gut, dass ich das noch gesehen habe. Hier ist noch eine Kiste. Mit einem Ödland-Anzug und einer Ödland-Sonnenbrille. Nice. Wir müssen ja ganz viele Kostüme sammeln, weil irgendwann wollen wir auf jeden Fall wieder einen kleinen Wechsel machen. Aber momentan ist mein Outfit schon ziemlich sexy. Also das werden wir erstmal behalten auf jeden Fall. Aber Outfit-Changes sind auf jeden Fall immer wichtig im Leben, Freunde. Man muss ja immer up-to-date sein, immer mit dem Trend, immer mit dem Trend gehen. Auch in South Park. Guck mal, hier können wir mit Human Kite weiter. So. Jetzt weiß ich aber gerade nicht. Warte mal, ich will nochmal ganz kurz zurückgehen. Habe ich da noch irgendwas übersehen? Ich weiß gerade nicht mehr, was es noch draußen gab. Nicht, dass ich gleich nicht mehr zurückkomme und dann irgendwie ganz viel Stuff hier übersehen habe. Deswegen gehen wir nochmal ganz kurz raus hier. So, gab es hier noch mehr? Konnte ich hier... Ah, nee, okay, hier kann ich nicht lang. Okay, schade, ich dachte, ich kann hier noch... Okay, dann habe ich doch nichts übersehen. Also, vielleicht habe ich schon was übersehen, aber nicht ultra viel. Also, keine Räume, glaube ich. Das heißt, wir können einfach hier jetzt durch. Jetzt muss ich das nochmal analysieren eben. Ich finde es auch cool, dass er überall diese Skelette gekauft hat, damit wir extra Angst haben. Auch wenn die nicht gruselig sind, eigentlich. Aber gut. Hi. Bereit? Los geht's. Ja, ich bin immer bereit. Zack. Zack. Ich weiß noch nicht, wo wir landen. Ah, hier oben drauf. Wir sehen uns. Ja, ich bin ja auch Wunderarsch. Natürlich habe ich das drauf. Jetzt können wir hier die Leiter runterklettern. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Hier komme ich nicht lang. Human Kite, ich brauche deine Hilfe. Ich musste wieder runter. Aber wie? Warte mal. Oder kann ich jetzt... Ah. Ich kann hier die Dingens aktivieren. Und jetzt? Ich bin verwirrt, Freunde. Ah, nee. Ah, okay, nee, ich sehe schon. So, Zeit rückgängig machen. Ich kann hier oben rüber gehen, das habe ich gar nicht gesehen. Oder? Hier ist so ein Balken, glaube ich. Ja, ich kann hier rüber gehen. So, okay, perfekt. Dann kann man hier runter. Jetzt kann ich die Leiter, zack, hier runterschlagen. Und dann kann man hier runter. So, kann ich hier in die Garage auch rein? Ja, oh, da kommt eine Kiste. Noch eine Kiste. Och, nö. Abgrund-Uhr-Rezept. Ich muss auch... Ach nein, warum? Jetzt muss ich nochmal hier zurückklettern. Das ist ja stressig, Freunde. Okay, dann... Oh, dann nochmal Zeit zurücksetzen. Weil jetzt kann ich... Ich habe mich schon gewundert, wofür die Leiter ist. Aber jetzt ist da eine Kiste. Und jetzt kann ich halt darüber an die Kiste reingehen. Das ist halt auch ein bisschen nervig, aber kann man machen auf jeden Fall. So, zack. Schön viel den Zeitfurz einsetzen. Gesichtsranken. Okay. So, hier unten sind ganz viele Boxen. Vielleicht ist da schön viel Loot drin. Ich hoffe, da ist überall Loot, ja? Kann ich die auch runterschlagen einfach? Kann ich da einfach so... Ja, oh mein Gott, ich muss gar nicht immer dieses Dingens dagegen schmeißen. So ist es viel einfacher und geht auch schneller. Zack. Ja, hier ist natürlich überall was drin. Hier ist Lava. Da können wir gerade noch nicht lang. Außer halt mit Toolshed, falls das irgendwie geht. Aber hier, ich sehe keinen Generator. Hi, Supercrack. Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Damit es cool aussieht. Oh. Zerbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Kolka. Im italienischen Restaurant. Es gehört zu einem neuen Verbrechersyndikat. Wer zum Henker ist das? Keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Kunstagram? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangsterfamilien vereint. Okay, cool, danke, tschüss. Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier,
Alter, ein neues Handy. Hilf mich, falls nötig. Danke. Ich glaube, du wirst über Hilfe froh sein. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spast für einen Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scrambles finden, okay? Der Cool wird direkt so richtig pisst, ist richtig eifersüchtig hier. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass Professor Chaos sich gut Mühe gegeben hat. Er hat ja einfach alles in Alufolie eingewickelt und sowas. Das ist schon ziemlich krass. Also diesen Lastwagen in Alufolie einwickeln, die ganzen Skelette, es hat schon ziemlich lange gedauert, denke ich mal. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass die Arbeiter, die Mindestlohnarbeiter, das für ihn erledigt haben. Aber ich weiß nicht genau, kann ich hier irgendwie was rausbekommen so? Nee, kann ich hier was kaufen? Ja, aber okay, Essen brauchen wir aber nicht. So, hier sind noch mehr Boxen. Komme ich hier irgendwie... Kann ich von hier wieder einfach da oben drauf oder so? Da, von der Seite hier, oder? Nee. Hä? Was machen die jetzt da oben? Ist versperrt und wir haben keinen Kompressor. Sackgasse. Eine Superkraft, die nur mit einem Kompressor funktioniert, ist voll cool. Das hier ist nicht Zelda. Fick dich, Kuhn. Kann ich das nicht da hinschieben? Hier, nimm das. Ich sehe, dass keinen der Lava bewegen kann, Kuhn. Wo hat denn der das jetzt auf einmal herbekommen? Aber danke, Kuhn. Gut geschoben, so, zack. Jetzt haben wir... Jetzt ist da so ein Kompressor drin. Das wäre richtig nice. Maximales Wiederbelebungsserum, okay. Warte, jetzt kann ich die Kiste auch kaputt hauen anscheinend, oder? Nee. Kann man nicht... Ah, ich kann da einfach drüber laufen jetzt auch mit der Kiste, okay. Ich muss jetzt einfach da hinschieben. Und dann kann man drüber laufen. Danke, danke. So, und... Hallo? Kannst du bitte... Da, perfekt. Wir können weitermachen. Gute Arbeit. Clever gelöst. Danke, ja, ich bin nicht umsonst Wunderhirn jetzt. Ich bin nicht mehr Wunderarsch, ich bin Wunderhirn. So, hier sind noch mehr Kisten. Kaputt damit. Die machen wir auch kaputt. Kann ich den Ding jetzt auch kaputt machen, den Container? Als ob. Yo, einfach mal mit der Faust Container aufschlagen, ne? Wieso nicht? Kann man machen. Kann man machen. Oh. Sieht aus wie sein... Das mit der Lava ist so dumm, ne? Sein Schurkenkomplize. General Disaster. Oh Mann. Oh, das sah mal nice aus. Wisst ihr, was Professor Chaos für diese Stadt plant? Hey, du und Butters übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Karte, pass auf. Oh. Lakaien, Varanos. Shit. Aber das wird, glaube ich, ein cooler Kampf. Hier ist auch Lava. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Der hat bestimmt richtig... Der hat wahrscheinlich so richtig krasse Lava-Attacken. Das wird nice. Okay. Kuhn, mach Gema... Den General soll ich direkt fertig machen? Nee, wir wollen alle auslöschen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau. Man muss halt irgendwie hier durchkommen sowieso. Und ich glaube, wir müssen... Oder meinte, wenn ich den... Oh, warte mal. Zeitfurz. Wird das dann noch rückgängig gemacht? Nein, oder? Ich glaube, ich habe es zu spät gemacht jetzt leider. Shit. Oder? Ich weiß nicht. Zack, wir hauen mal den hier direkt down. Das soll der zumindest klappen. Oder der ist, glaube ich, nicht down, aber fast down, oder? Wobei, der hatte 157. Ich weiß nicht, wie oft wir... Ah, 7 HP noch. Shit. Lass mir keiner an mein Werkzeug gehen. Shit. Boah, was machst du denn jetzt? Okay, doch, es ist noch rückgängig gewesen. Der Boy hat keinen Schaden genommen. Das ist nice. Ach, kein Plan. Ja, komm, dann mach ihn einfach fertig hier. Der hat nur noch 7 HP, aber ja, passt schon. So, dann geht er jetzt weiter. Kannst du mit der Attacke mehrere treffen, wenn du dich hier hinstellst? Nee. Oh, als ob. Aber warte, wenn du dich hier hinstellst, kannst du den... Ja, okay, dann kannst du auch den Dingens General Disaster treffen. Perfekt, dann blutet er schon mal. Passt zu seinen roten Haaren auf jeden Fall. Ach nee, ja gut, wir müssen doch den Meister einfach, glaube ich, vernichten, weil dann sind die Lakaien wahrscheinlich automatisch auch down, oder? Oh, der macht aber auch Damage, der Boy. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit Ich glaube, das müssen wir geschickter spielen. Wir werden auf jeden Fall mit ihm hier eine Menge arbeiten müssen, denke ich mal. Wir geben ihm mal direkt ein Schild hier. Den Human Kite werden wir diesmal ein bisschen hinten lassen und die ganze Zeit einfach Schilde und Heilung geben lassen und sowas. So, Toolchat kann ja auch heilen, das ist ja auch gut. Oh shit, Lava! Pass auf, Toolchat! So, zack. Ja, ich werde zum General laufen jetzt. Ich kann ja gleich mich hier hinstellen und dadurch... Na gut, aber mit dem Kuhn kann ich da nicht angreifen, ist das Problem. Dann gehe ich mit dem Kuhn erstmal auf ihn hier, weil der macht am meisten Damage von den Leuten, glaube ich. So. Kann er sich bitte bewegen? Yes! Toll, aber ich komme von hier an niemanden dran. Ich könnte eine Heilung machen, oder? Aber lohnt sich das? Nein, wir gehen hier hin und machen mal... Das lohnt sich aber auch nicht, oder? Oh! Lol, da war eine Anzeige. Ich habe die gerade erst gesehen. Holy shit, war das knapp.
Dann war einfach so eine Anzeige. Ich dachte, das dauert ein paar Züge, bis die platziert wird, die Lava. Okay, dann mach du einfach mal Heilung. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht zu viel Zeit lassen. Weil gleich kommt wahrscheinlich wieder woanders Lava hin. Lauf halt zu Mama, du Schwachmart. Oh. Wieso war das eine Mikroaggression? Feind zu Mama, du Schwachmart? Keine Ahnung. Egal, Mikroaggression, Leute. Assi. Die Lava kann aber wahrscheinlich auch die... Neuer. Oh nein, als ob ich nicht nach da oben kann. Oh, wollte mich verarschen. Oh nein, ich brenne, weil ich durch die Lava gelaufen bin. What? Als ob das so funktioniert. Nein. Scheiße. Ich muss hier hin. Ich muss nur auf so ein Feld, damit ich den da hinten angreifen kann. Und der Kuhn ist halt auch fast down jetzt. Hälfte Leben. Boah, wie machst du das denn jetzt am besten? Ja, egal, gib ihm einfach nochmal ein Schild, würde ich sagen. Zack. Ich wüsste nicht, was sonst. Okay, Ulti ist bereit. Damit können wir bestimmt schon mal ihn irgendwie treffen. Oh, shit. Geht die Lava auch nicht mehr weg, oder was? Okay, doch. Ich wollte schon sagen. Denn sonst wäre hier nachher überall Lava gewesen. Ja, scheiße. Als ob er jetzt zu Humankind konnte. Ja, mach einfach ihn da. Oh nein, Ulti, oder? Ja, mach die Ulti, Kuhn. Los geht's. Ich weiß nicht, ob das die klügste ist. Ich weiß, vergesse gerade leider wieder, was die Ulti von Toolshed ist. Habe ich leider vergessen. Das hätte ich erst nachgucken sollen. Aber ich glaube, das ist ganz gut, weil ich damit auch ihn treffen kann. Ja, shit, was machst du jetzt? Einfach das, oder? Ja, doch, das trifft da hinten die beiden. Das ist ganz gut, aber ich muss immer noch zu ihm durchdringen. Aber ich glaube, er hat hier nach keine Lakaien mehr. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlimm, wenn... Oh, ich habe den Kuh nicht wegbewegt. Der steht gleich mitten in der Lava. Der verreckt an der Lava. Da, endlich. So, jetzt kann ich ihn da hinten angreifen. Perfekt. Der Kuhn wahrscheinlich stirbt halt ehrlich, weil er in der Lava stehen bleibt dann automatisch, oder nicht? Das wäre richtig öde. Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht, die Mechalakaien. Was? Okay, nee, die haben noch mehr Lakaien. What? Los, Mechalakaien, vamonos! Alter. Wie OP sind die denn? Oder wie OP sehen die bitte aus? Okay. Holy shit, aber egal, der Typ steht jetzt direkt neben mir, das ist ganz gut. Oh, nein, Zeitfurz. Das soll... Ja, ich hoffe... Oh Gott, aber der Schaden auf Carmen ist jetzt wahrscheinlich trotzdem durchgegangen, oder? Wobei, ich glaube nicht. So, weil ich habe jetzt hier den Boy direkt stehen. Dann kann ich ihn direkt richtig schön... Ich kann richtig schön auf ihn einschlagen hier. Das ist ganz nice. So, komm schon. Und ein Hit noch. Geht noch einer? Nee. Doch, einer ging, glaube ich, noch. Da, jetzt ist er fast down. Und wenn ich jetzt sogar... Ja. Okay, da bin ich wieder. Ich wurde nochmal kurz unterbrochen einfach. Sehr nice. Jetzt weiß ich, ja, aber wir können ihn, glaube ich, down kriegen, oder? Ja. Oder nicht down, aber fast down. Und jetzt kann es losgehen. Das ist auf jeden Fall besser. Peinlich, weil instant unterbrochen die ganze Zeit in der Aufnahme. Aber egal, kann man nichts machen. Der Boy rennt einfach die ganze Zeit weg. Was ist denn los mit ihm? Aber egal, kann der Kuhn... Kuhn, kannst du bitte irgendwie... Ja! Oh mein Gott, ich liebe dich, Kuhn. Er kann da hinten hin und ihn down kriegen. Haben wir jetzt automatisch gewonnen? Ja, oder? Okay, nice, perfekt. Ich hätte gerne gesehen, ob er noch mehr Lakaien gehabt hätte nach diesem Roboter-Dingens. Diabolische Inschrift. Nice. Und eine DNA haben wir auch bekommen, eine neue. Sehr schön. Begeisterter Artefaktsammler. Okay. Tja, General Disaster, das war's. Oh, jetzt ist aber überall Lava. Carmen, pass auf. Das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment. Super Craig. Oh mein Gott, Super Craig. Oh nein. Super Craig, halt durch. Scheiße, ohne Kopfschuss kriege ich die Lava nicht weg. Halt durch, wir finden was, wo wir Toolshed Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig, wir werden dich retten. Mach was, Toolshed. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann hol den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt, schon vergessen? Schau doch, Kevin. Nein. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Super Craig. Super Craig, wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn, aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein. What? Mein Leben zieht an mir vorbei. Was? Dinge, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen Scheißkompressor. What the fuck? Meine Schuhe halten nur Reibungshitze aus. Ja gut, ich würde sagen, ob wir Super Craig retten können oder nicht, Freunde, das erfahren wir im nächsten Part. What the fuck? Danke fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da und wir sehen uns morgen um 20 Uhr bei einem weiteren Part wieder. Ciao.